Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Ja, Carla Maria ist am Klavier lernen. Carla ist am Joggen. Und Monika hat Hunger, ist auf dem Topf. Ja, sie heißt entgegen meiner Tradition nicht Carla Monika, sondern einfach nur Monika, weil sie wurde geboren, als ich mit ihr im Unistudium war. Also da hatte ich keinen Einfluss auf den Namen, deswegen heißt sie halt anders. Oder ich müsste sie umbenennen in Carla Monika. Das wäre noch die Alternative. Falls ich das doch müsste gehen. Ist noch eine Überlegung. Machen wir das, dass sie auch der Familientradition folgt? Benennen wir sie in Carla Monika um? Würde sie dann zwar trotzdem weiter Monika nennen. Michelle kann jetzt an der Hantelbank episch trainieren. Sehr schön. Du bist am Baden. Das ist okay. Oh, was machst du denn da? So. Du kannst dich mal schlafen legen, mein Lieber. Du bist nämlich müde. Du bist müde. So, und dich müssen wir fit kriegen, ne? Ich hoffe, der Karl Theodor kommt rechtzeitig an, dass er auch noch sich hinlegen kann, ohne dass er vorher zusammenklappt. Oh, wir haben 22 Uhr. Dann darfst du das noch wegmachen. Und dann darfst du dich auch schlafen legen, mein Lieber. Hunger hast du noch, dann kannst du noch was essen vorher. So, du legst dich schon schlafen, sehr gut. Du schläfst in der Wanne, das macht wenig Sinn. Du müsstest duschen. Dusch du mal. So, du kümmerst dich schon um... Mehr Auswahl. Windel wechseln. Wer kommt jetzt wieder dazwischen? Du sollst duschen, mein Lieber. Lass das mal die Mama machen. So. Wegwerfen, Babypflege, füttern. Achso. Ne, mach mal anders. Babypflege, füttern, an Brust nehmen. So. Du duscht, das ist gut. Spaß bräuchtest du noch. Was ist eigentlich deine Tagesaufgabe? Hausbesitzer zu Strom- und Wasserkosten befragen. Können wir ihn hier eigentlich befragen? Das wäre ja die einfachste Art, ne? Über Interessen reden. Smalltalk. Ich glaube, das war unter... Nee, ihn können wir nicht befragen. Okay. Das darfst du noch weglegen. Du kannst das hier gerade noch verkaufen. Oh, und da musst du aber dringend aufs Klo, meine Liebe. Nilsa,
Michelle. So, und du kannst dich da mal schlafen legen. Du hast ordentlich was getan heute. So. Du kannst dann hier noch Schüssel füllen und dich dann auch schlafen legen. Du kannst dich bitte richtig schlafen legen. Der muss morgen um 9 muss er zur Arbeit, ne? Da müssen wir vorher vielleicht noch reisen. Müssen wir mal gucken. Er schläft, sehr gut. Du bist auch müde und du kannst dich dann auch schlafen legen. Und dann sollten eigentlich gleich alle... Ach so, nee, du darfst erst noch fertig essen. Du darfst erst noch fertig essen, meine Liebe, und dann schlafen legen. Ist ja nicht so, dass du hier hungrig zu Bett gehen sollst, ne? Das wollen wir ja auch nicht. So. Das packen wir mal weg. Das mache ich für dich. Irgendwer ist aufgestanden. Nö. So, der Geburtstag von Carla Pia rückt nah. Kevin wird nach seiner Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet. Wieso ist er zur Arbeit gegangen, wenn er Elternzeit hatte? So. Du musst mal aufstehen. Mit dir müssen wir gerade mal reisen. Nee, wir reisen alleine. Ich hoffe, da ist dann noch jemand wach. Da reisen wir mal hin. Aber wir müssen die ja noch befragen. Und da muss ich halt hinreisen immer. Wieso kann er hier nicht klopfen? Ach so. Freundlich vorstellen. Ist auch ein schönes Grundstück. Ach, hier wohnt die Moira. Die kennen wir ja. Moira Watson. Hallo? Renuk. Ah, so-so. So-so. Yennefeb? Grenoifabu? Krellim? Schmingeljarb? Hochzeitsgeschichte erzählen. Über Grundbesitz plaudern. Schombefalleru. Freundlich? Interessen war das, glaube ich. Zu Strom- und Wasserkosten befragen, genau. Quimbanukum? Rafa. Rashida ist nicht besonders beeindruckt von den Fragen und von der Befragungstechnik und erklärt unmissverständlich, dass sie nicht interessiert ist. Ich hoffe, du hast trotzdem abgeschlossen. Ja. Musst du aufs Klo? Okay, du musst aufs Klo. Dann gehen wir gerade nochmal hier und danach kannst du dann heimgehen. Okay, sie geht jetzt. Hätten wir hier noch ein zweites? Nö. Na gut, du musst halt so gucken, dass du heimkommst. Wir gehen schon mal vor. So. Du bist am Fernseh gucken, okay.
Wie sieht's aus? Karl Theodor. Ist noch alles grün, der schläft. Ach, der ist wach, okay. Der will draußen spielen, das ist okay. Ja, du kümmerst dich ums Baby, das ist auch okay. So, Michelle ist wieder am Trainieren. Mega, macht er ganz von alleine. Da hat sich auch schon wer drum gekümmert. So, dann kannst du dich eigentlich gerade mal um die Hühner kümmern. Futter verstreuen. Stall säubern. Nochmal Futter verstreuen. Passt. Männliches Küken ist jetzt ein ausgewachsener Hahn. Sehr gut. Du möchtest schlafen, weil Bedürfnisse niedrig sind. Ja, dann leg dich mal danach noch hin. So. Kevin, ja, soll zur Arbeit gehen. Küken ist alleine geschlüpft. Aufmuntern. Smalltalk. Okay. Monika ist zur Schule, sehr gut. So, wie geht's deinem Baby? Der... Ach so, genau, das wollte ich ja auch noch machen. Nee, du nicht. Dass wir die Monika jetzt tatsächlich dann umbenennen, dass es passt. Vom Ding her. Er muss dringend aufs Klo. Er muss dringend aufs Klo. Nee, 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 nee. Das lass mal. So. So, sie wollte ich hier eigentlich. So, dann heißt sie nämlich Carla Monika. Calzone, dass das der, zur Familientradition passt. So. Wir nennen sie aber weiter Monika einfach. Wir nennen sie weiterhin einfach Monika. So. Mehr Auswahl, Babypflege, Windel wechseln. Dann können wir sie gleich auch noch auf die Stirn küssen. Und füttern. Oh, du gehst zur Arbeit. Tut mir leid. Du schläfst, das ist okay. Das war dein Wunsch. Hallo Carla, die Spielkonsole kommt bald auf den Markt und das Marketing-Team ist der Meinung, dass du die perfekte der perfekte prominente Werbepartner wärst, um die Kampagne in Gang zu bringen. Ja, wir laden Videomaterial hoch. So, du kannst aufstehen. Videobestand, wir haben sogar zwei. Hochladen. Die sind ja mit allem glücklich, was man hochlädt. Kevin ist zur Arbeit. So, mit dir könnten wir eigentlich mal genau, Karl Theodor ins Planschbecken setzen. Carla, dieses Material ist einfach spitze. Sehr gut. Was hast du vor? Du müsstest aufs Klo, meine Liebe. Geh am besten mal. Und Hygiene, dann könntest du vielleicht gerade auch noch duschen. Wenn du schon dabei bist. Dann kannst du nochmal die Hühner füttern. Irgendwie fehlt Futter.
So, das müsste doch was für Karl Theodor sein, das Planschbecken. So, können wir sie eigentlich altern lassen? Outfit ändern, Babysitter. Älter werden, weil sie hat ja heute Geburtstag, ne? Laut Kalender hat sie heute Geburtstag. Ne, morgen. Morgen hat sie Geburtstag, okay. Dann erst morgen. Dann lassen wir sie natürlich auch erst morgen altern. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Wird dann die Babyphase, ne? Wo sie dann krabbeln können und so. Ach, wir haben ja auch noch... Oh, wir haben ja noch das Baumhaus. Das müssen wir ja auch bauen. Stimmt ja. Wann musst du eigentlich... Ach so, wir müssen uns einschreiben. Geschichte, Kommunikation... Kunstgeschichte, Literatur und Sprache sind wir gerade dran. Wahlkurs, Charisma wirkt dreifach. Posen, Robotechnik, Spaß beim Programmieren. Ich glaube, wir machen das mit dem Charisma. Ja, zu Hause. So, dann hast du doch bestimmt Hausaufgaben auf, ne? Was haben wir denn als erstes? Heikle Situation. Kevin weiß nicht genau, wie er sich bei der Arbeit verhalten soll. Jemand Neues ist ins Team gekommen und Kevin möchte sich vorstellen. Aber er hat Angst, unbeholfen zu wirken und einen falschen Eindruck zu hinterlassen. Alles geben, um eine neue Freundschaft zu schließen. Kevin sucht nach Worten und tritt ordentlich ins Fettnäpfchen. Sein Chef und seine Teammitglieder fühlen sich angegriffen und seine Arbeitsleistung sinkt entsprechend. Das ist nicht gut. So, du hast Dienstag 13 Uhr. 3 Tage bis zur Vorlesung. Und das ist morgen. So, nein. Mal nicht. Oh, die steht ja genau auf dem Weg, sehe ich gerade. Müssen wir vielleicht bei Gelegenheit auch mal ändern. So, hast du die Hühner gefüttert? Kannst du gerade nochmal machen. Da ist nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel. Du machst episches Training, okay. Spiele mal ein bisschen mit ihr. Aufmuntern. Was ist los? Dag. Wie geht's dir? Du bist müde. Du legst dich hin. Das ist okay. So. Kelly sieht ein wenig trübselig aus. Nach einem Nickerchen wird sie besser drauf sein. So. Du hast 24 Stunden. Oh. Ups, die haben wir vergessen. Rechnungen bezahlen. Post holen. Die habe ich komplett vergessen. So, haben wir erledigt. Was ist mit dir? Carla Maria hat alles aus dem Briefkasten geholt. Was haben wir denn? Fanpost für Carla Calzone. So. Was machst du? Hausaufgaben, sehr gut. Und guckst deiner Frau beim Trainieren ein bisschen noch zu. Unterhältst sie nebenher. Sabine?
Ach so, du könntest dann auch, du bist gerade am Trainieren, das darfst du natürlich fertig machen. So, wenn du die Hausaufgaben fertig hast, kannst du gleich noch die nächsten machen, dann bist du damit nämlich einfach durch. Das wäre ja schon mal ein großer Vorteil. Wissip. Ja, dauernd ablenken lassen von den Hausaufgaben, ne? Das kannst du gut, Michelle. Supte. Oh, Wadisch. Wadisch. So, die hat er gleich fertig. Dann kann er die nächsten direkt starten. Na komm. So, sehr schön. Na. Kannst direkt die nächsten Hausaufgaben machen. Deku beurteilen, das lass mal. Mach lieber die Hausaufgaben, mein Lieber. Ja, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.